Wir sind hier auf den Geisterfeldern um Oshogun rum, hier unten. Und wir haben gestern hier 10 Kristallfragmente gesammelt. Wir haben bis jetzt 5 von denen hier gekillt, wo wir insgesamt 12 brauchen. Und wir haben Gawaxi getötet. Den wollte ich eigentlich heute erst machen. Aber dadurch, dass er uns direkt in die Arme gelaufen ist, habe ich gesagt, komm, nimm mal mit. Als her mit. Den geschenkten Gaul kriegt man nicht ins Maul. Ja, und ich hatte ja auch gestern erzählt, die Folge, die gestern eigentlich rauskommen sollte, mit dem Sonnenwindposten. Da ist der PC abgestürzt. Und die Datei lässt sich nicht wiederherstellen. Und wahrscheinlich ist Windows dran schuld. Also meine Meinung. So. Wir holen uns den. Also mir ist momentan hier die Ausgeburten der Leere sind wichtiger als Teufelskraft. Okay. Dann holen wir uns das Teufelsgras. Och, hier sind ja noch mehr. Das ist schön. Ich sehe hier jetzt schon 3 Stück. Dann einmal heilen. Und hier hinten können wir, glaube ich, noch eine Quest abschließen. Wir werden es gleich sehen. Ich will erstmal hier die Quest fertig. Wir brauchen ja nur noch 3. So. Eine noch und dann sind wir mit der Quest auch fertig. Ja, und arbeiten nicht so gut im Sonnenposten. Also wie gesagt, ich überlege mir bis nach der OP, ob ich die Quest lösche und wir die ganzen nochmal annehmen und nochmal machen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich das machen soll. Weil ich sag mal, wir haben die Quest ja abgeschlossen. So, wir brauchen hier auch noch zerbrochene Rumpler. Die Quest hatten wir bei... brauchen wir die zerbrochenen Rumpler? Moment. Nee, wir brauchen gequälter Erdgeist. Die hier brauchen wir später erst. Scheiße. Die brauchen wir später erst. Also wie gesagt, das wird auch meine letzte Folge bis nach meiner OP irgendwann. Und ja, bis dahin überlege ich mir bis zu meiner nächsten Aufnahmesession, die wahrscheinlich erst in 3-4 Wochen sein wird, überlege ich mir dann, ob ich die 3 Quests, das sind die hier, wo sind sie? Hier. Bösewichte der Finsterblut, die Ausbreitung eindämmen und die Lösung des Problems lösche, neu annehme. Um wie sie dann gerade nochmal machen. Egal. Ich darf jetzt halt nur nicht dann abgeben. Die Quest auf jeden Fall. So, was haben wir denn
Da ist Durn der Nimmersatte. Den kriegen wir auch noch als Quest irgendwann. Wir sind jetzt erstmal hier in Tellar. Ich gucke gerade, was wir alles verkaufen müssen. Wir können die eine Quest mit dem Luftgas erstmal abgeben. Luftelementargas. Was kann ich hier abgeben? Was? Die Lösung des Problems. Das Glück sei mit euch. Okay. Nicht aufgeben. Ausbreitung eindämmen. Das sind ausgerechnet die zwei Quests, die ich nicht abgeben will. Dann geben wir hier unten die ab. Lebt noch einen Tag. Zorbo der Berater. Durn der Nimmersatte. Gesucht Durn der Nimmersatte. Tötet Durn den Nimmersatte. Meldet euch bei Aufseher Moipf Jill, wenn ihr diese Aufgabe erledigt habt. Ja, sehr schöne Waffen, aber bringt uns jetzt nichts. Ich will verkaufen. Mögt ihr finden, was ihr sucht? Ja, ich brauche eher nichts. Ich will einfach nur loswerden. Und das ganze Zeug muss ich dann mal zum Twink schicken. So, wir müssen in diese Richtung hier. Haben wir noch genug Kriegsperlen? Wir hätten noch 11 Stück, die können wir abgeben. Kriegen wir bei den Kurenai wieder Ruf. Ja, aber nicht jetzt. Wir geben jetzt erstmal hier drüben die Quest ab. Luftelementargas. Das ist aber eine schöne Vogelscheuche. So, bitteschön. Bitteschön. Bringt mir das Ei, was das in Nagrand möchte, dass ihr den Springomat 4000 benutzt, um in das Nest in dem nahegelegenen Baum zu springen und das geheimnisvolle Ei zu stehlen. Wollen wir? Wir machen erstmal kurz den hier. Annehmen. Kommt bald wieder. So, wir benutzen den jetzt. Jo, ist etwas blöd jetzt gelaufen. Moment, ich glaube, ich muss hier hin, um das zu machen. Hallo? Jetzt nicht, müssen wir mit ihm reden. Zeit ist Geld. Scheinbar nicht. Es ist schön, dass ich helfen Wenn konnte. Wenn ich direkt drauf gehe. Nein, schon wieder drüber. Ich weiß nicht mehr, wie das hier war. Wenn ich das hier mache, wäre ich, glaube ich, nach hinten katapultiert. Oder auch nicht. Hallo. Doch. Hallo.
Moment, ich muss das nochmal kurz testen. So, stopp, ich stelle mich jetzt hier hin. Schon wieder nach hinten. Das Ding geht mir auf den Sack. Was passiert, wenn ich in Katzengestalt, wenn ich mich hier hinstelle? Werde ich danach da katapultiert? Ja. Okay. Einen Versuch noch, dann war's das. Habe ich nämlich keinen Bock drauf. So, wenn ich mich jetzt genau hier hinstelle. Moment. Hier hinstelle. Müsste ich eigentlich drauf landen. Oder auch nicht. Ja, kein Bock da drauf. Ich habe auf den Scheiß keinen Bock. Wenn nicht, machen wir das. Ich glaube, ich habe das immer gemacht, wenn ich fliegen konnte. Egal. So, was können wir denn noch machen? Wir haben jetzt noch 3,5 Minuten ungefähr bis zu 15. Ja, ich mache jetzt gar nichts mehr. Es wird heute dann eine etwas kürzere Folge. Wo ist dieser blöde Schlüssel? Keine Ahnung. Ich kann hier jetzt noch mal... Was wollt ihr, Freunde? Kriegsperlen abgeben. Friede. Also 500 Rufpunkte gibt's dann. Wir können noch mal zum Konsortium reiten. Können da jetzt noch die Quests abgeben und hier unterwegs sind dann, glaube ich, auch noch Mobs. Die wir killen können. Wo wir eine Drop-Quest dann bekommen. Also, wenn ihr gefräsige Windrock sucht, findet ihr einmal hier drüben. Und einmal hier entlang an Skeletten. Die brauchen wir ja momentan auch für Nessingwarys Safari Quest. Aber die mache ich dann erst nach der OP. Irgendwann mal. Ja, dadurch, dass wir halt jetzt wirklich hier vorne. Eindringling der Finsterblut. Das sind 3 Leute. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wenn ich mich jetzt hier heile. Und den einen hier hinten pulle. Also normalerweise kriege ich einen immer down. Und der droppt auch auf jeden Fall die Befehle, die wir brauchen. Und tschüss. Ey, hör auf. So. Also, wir haben Invasionspläne der Finsterblut bekommen. Startet eine Quest. Bringt die Invasionspläne der Finsterblut zu Arekron. Okay. Ja, ich sag mal, das reicht ja jetzt schon.
Dann. Ja, der Kampf hat jetzt ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich gehofft hatte. Dann gehen wir jetzt zurück nach Telar und dann war's das eigentlich. Dann kann ich die nächsten 2 bis 6 Wochen nicht. Nein, 2 bis 5 Wochen nicht aufnehmen. Kann nicht am PC spielen. Ja, ich bin schon etwas. Ja, traurig. Angepisst. Angepisst, weil das halt wirklich mit meinem Knie passiert ist. Gut, ich mache jetzt ja auch schon seit 5 Wochen damit rum. Mit dem kaputten Knie. Aber was will ich machen momentan? So, wir sind jetzt in Telar. Ich schicke jetzt noch offscreen die ganzen Sachen an meinen Bankcharakter und werde dann noch auf meinen Bankcharakter gehen, gucken, was ich alles verkaufen kann. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder, die dann wahrscheinlich morgen erscheint. Dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.